Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es wieder um neue Wettanalysen hier mit dem Wettanalyzer. Ihr kennt dieses Tool mittlerweile. Wenn ihr es haben wollt, könnt ihr euch das holen durch den Link unter diesem Video. So, was machen wir? Wir gucken heute wieder in die aktuellen Spielbegegnungen. Wir haben hier eine ganze Menge heute wieder drin. Ihr seht hier international, der Fußball rollt schon wieder ordentlich. Die Bundesliga beginnt ja auch gleich wieder. Hier haben wir noch ein paar Zweit- und Drittligisten so aus Deutschland. Dann haben wir Schweden, Norwegen und so weiter. Ich würde sagen, wir gucken hier mal nach England. Da haben wir Gillingham gegen Coventry City. Und das Spiel haben wir jetzt hier ausgewählt. Und wir klicken auf Spiel analysieren. So, und da kommt noch ein bisschen was bei raus. Was kommt bei raus? Also an Vorhersagen haben wir erstmal die erwartete Anzahl an Toren. Und da haben wir hier den höchsten Ausschlag bei 2 Toren für dieses Spiel. Der nächsthöhere Ausschlag ist für 3 Tore und danach für 1 Tor. Aber auf jeden Fall ist der höchste Ausschlag für 2 Tore. Alles andere, größer 3 oder kleiner 1 Tor, ist eher unwahrscheinlich. So, daraus ergeben sich natürlich schöne Über- und Untertore-Wetten. Und zwar haben wir hier zum Beispiel die über 1,5 Tore-Wette mit 71,3% Wahrscheinlichkeit. Die können wir auf jeden Fall setzen, hat aber natürlich eine etwas geringere Quote, auch klar. Ist aber natürlich eine sehr, sehr wahrscheinliche, also eine eher sichere Bank. Ja? Genauso eine sichere Bank ist die unter 3,5 Tore-Wette, hat aber eine geringere Quote ausgewiesen. Also hier würde ich eher auf die über 1,5 Tore-Wette gehen. Vielleicht ist das ja auch was für einen coolen Kombischein. So, dann gucken wir mal weiter. Hier, was haben wir hier noch im Bereich doppelte Chance-Wetten? Also, was könnte dann da immer der Spielausgang sein? Entweder Mannschaft 1 gewinnt oder ein Unentschieden. Ist eher unwahrscheinlich. Dann haben wir hier Mannschaft, also ein Unentschieden oder Mannschaft 2 gewinnt. Ist sehr wahrscheinlich. Und dann haben wir hier entweder Mannschaft 1 oder Mannschaft 2 gewinnt. Es gibt kein Unentschieden, ist auch sehr wahrscheinlich. Aber auf das hier brauchst du nicht setzen, weil das Mannschaft 1 gewinnt, ist einfach sehr unwahrscheinlich. Deswegen geh lieber auf Mannschaft 2 oder ein Unentschieden. Das hier ist eine coole Wette auf jeden Fall. Damit werden wir sicherlich einiges reißen können. Und dann haben wir noch die erste Tore-Wette. Ja, und da wird auf jeden Fall auf die Gastmannschaft gesetzt. Das heißt, Mannschaft 2 wird das erste Tor schießen mit einer Wahrscheinlichkeit, die deutlich höher ist als die, dass die Heimmannschaft ein Tor macht. Also, das so viel zu der heutigen Analyse oder zu den ersten Tipps von Gillingham gegen Coventry City. Hier seht ihr nochmal so ein bisschen Spielstatistik aus der Vergangenheit, was jetzt, glaube ich, aber nicht unbedingt so wahnsinnig wichtig ist, sondern wir wollen ja in die Zukunft schauen. Und das hier sind mathematische Berechnungen aus den letzten über 16 Spielen dieser Mannschaft und dabei guckt man natürlich auch ganz genau, was ist in den letzten 3 bis 6 Spielen gelaufen. Also dieser Wettanalyzer hat eine Trefferwahrscheinlichkeit von deutlich über 70%, im Durchschnitt sogar 77%. Also, cooles Tool, wenn ihr wollt. Für heute habt ihr einen coolen Tipp zu diesem Spiel und wenn ihr das Tool haben wollt, dann könnt ihr hier diese ganzen Spiele, die ihr hier noch seht. Also, cooles Tool. Wenn ihr es haben wollt, könnt ihr euch das holen über den Link unter dem Video und dann könnt ihr diese ganzen Spiele, die hier noch alle drin sind, selber ausanalysieren. Das heißt, ihr könnt einfach, so wie ich es gemacht habe, jetzt einfach kurz raufklicken auf das einzelne Spiel und dann wird euch die Wahrscheinlichkeit der jeweiligen Wetten entsprechend mathematisch ausgerechnet und wie gesagt, die Trefferwahrscheinlichkeit ist echt richtig, richtig cool. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr bekommt demnächst weitere solcher ähnlichen Analysen und Tipps aus dem Wettanalyzer von mir. Das könnt ihr auf jeden Fall hier auf diesem Kanal bekommen. Deswegen würde es mich freuen, wenn ihr den analysiert. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, macht's gut.